Oh, hallo. Heute geht es um konvexe Hüten. Die Berechnung konvexer Hüten ist ein zentrales Thema in der algorithmischen Geometrie. Also wir haben eine Punktemenge S, für die konvexe Hülle berechnet werden soll. Und die konvexe Hülle ist das kleinste konvexe Polygon, das diese Punktemenge S einschließt. Also das wäre dann dieses Polygon, dieses Beispiel. Berechnet wird die konvexe Hülle durch den Select-Hull-Algorithmus. Er beginnt, indem er den Punkt mit der minimalen y-Koordinate findet. Das ist dieser hier. Danach wird für jeden Punkt in der Punktemenge der Winkel ermittelt, von diesem Punkt aus. Und der Punkt mit dem maximalen Winkel ist dann der nächste Punkt auf der konvexen Hülle. Das wird jetzt so lange wiederholt, bis der nächste gefundene Punkt der konvexen Hülle wieder der erste Punkt ist, den man gefunden hat. Und damit ist die konvexe Hülle berechnet. Die Laufzeit vom Select-Hull-Algorithmus berechnet sich aus der Zeit zum Auffinden des ersten Punktes plus der Zeit zum Auffinden jedes weiteren Punktes, wobei k die Anzahl an Punkten in der konvexen Hülle ist. Im Worst Case ergibt sich daraus eine Laufzeit von O von m². Das war das Select-Hull-Algorithmus zur Berechnung von konvexen Hüllen. Es gibt auch noch andere Algorithmen für dieses Problem, zum Beispiel Quick-Hull und Merge. Danke für eure Aufmerksamkeit.